Hirschrückenfilet rosa gebraten mit unserem Kernthermometer bei 90 Grad. Wie das funktioniert, zeigen wir euch gerne. Für unseren rosa gebratenen Hirschrücken brauchen wir natürlich einen Hirschrücken. Dieser ist jetzt praktisch die Hälfte eines Rückenfilets. Und die Knochen habe ich schon ausgelöst, weil davon habe ich eine Soße gemacht. Diese Soße, das Rezept wird gerade eingeblendet, ist im Prinzip eine ganz normale Jus von Wildknochen. Und dafür habe ich den Knochen gebraucht. Und dieses Stückchen wollen wir jetzt nochmal weiter verarbeiten. Ihr seht hier oben drauf diese dicken, fetten Sehnen. Die braucht das Tier ja, um überhaupt Kraft zu entwickeln. Und diese Sehnen, gerade Wild hat ja wenig Fett, müssen dringend runter, weil sie sind so brutal fest. Wie das funktioniert, zeige ich euch mit einem ganz kleinen Trick. Wenn wir also ein Rehrücken oder Hirschrücken in diesem Fall parieren wollen, machen wir Folgendes. Wir gehen mit einem kleinen, stabilen Messer, gehen wir praktisch unter die Sehne und wir nehmen nur einen Zentimeter unserer Sehne hoch. Viele meiner Gäste versuchen eigentlich immer, dieses ganze Stück wie ein Stück Leder im Ganzen herunterzunehmen und das funktioniert in den seltensten Fällen. Mein Tipp ist der, diese gelöste Sehne, die wird nicht hochgehalten und die wird auch nicht nach hinten gezogen, weil das passiert sehr häufig, dass Gäste dann anfangen, so das Fleisch von der Sehne herunterzunehmen. Tatsächlich funktioniert es am allerbesten, indem wir die Sehne stramm halten, so wie sie im Prinzip auch gewachsen ist. Und jetzt die Klinge des Messers nicht Richtung Fleisch, sondern Richtung Zimmerdecke, sodass wir jetzt an der Sehne herunterrutschen können. Und unsere Klinge schrabt immer an der Sehne. Das macht ihr so weit, wie ihr kommt. Wenn es abreißt, ist es überhaupt nicht schlimm. Und schaut mal, wir haben jetzt hier an der Sehne kaum Fleisch dran. Also es ist wirklich zu vernachlässigen. Und was mir noch fast wichtiger ist, dieses Stückchen Fleisch hier ist komplett ohne Narben. Es hat keine Einschnitte. Ich zeige das gerne noch einmal. Nur einen Zentimeter nehmen, nicht mehr. Versucht gar nicht, es mehr zu machen. Nicht hoch, nicht nach hinten, sondern nur stramm halten. Die Klinge Richtung Zimmerdecke und an der Sehne herunterrutschen, soweit es geht. Und das Ganze machen wir jetzt mit dem ganzen Stück. So, schaut mal, so sieht ein schön pariertes Stückchen Wild aus. Hirschrücken ohne große Narben. Das ganze Fett ist, also die ganzen Sehnen sind herunter, weil Fett hat es ja nicht. Und auf der Rückseite genau dasselbe. Wunderbar, schieres Fleisch ohne große Einschnitte. Und was wir hier noch haben, das sind unsere Parüren, unsere Sehnen vom Fleisch. Die legen wir mit aufs Backblech, wenn wir das gleich im Ofen haben und rösten das ein bisschen mit an. Und dadurch haben wir noch einen kleinen Tropfen Fond, den wir dann schon in unsere fertige Soße wieder mit hineingeben können. Unser sauber pariertes Fleisch wird jetzt angebraten. Das mit dem Würzen, das lassen wir jetzt mal, weil Salz zieht gerade beim Wild, weil es hat ja überhaupt keine Reserven, zieht sofort Wasser. Unser Pfeffer verbrennt und wir geben nachher frische Gewürze obendrauf und dann kommt die normale Salz- und Pfeffergeschichte. Ab in die Pfanne. So, unser Stückchen Fleisch wird in der heißen Pfanne angebraten und ich habe es neulich gerade gesehen, da habe ich wieder mit Gästen zusammen gekocht. Da war die Pfanne nicht groß genug, weil es war ein ganzes Rehrückenstück oder Hirschrückenstück und da haben die Gäste es gemacht, dass sie das so reingelegt haben. Tut das bitte niemals, weil diese Form kriegt ihr später nicht mehr hin. Das kriegt ihr nicht wieder gerade gebogen. Wenn die Pfanne wirklich zu klein sein sollte, unsere Kamerafrau Carmen kann mal eben ein bisschen hier rüber schwenken. Was man machen kann, man kann das Fleisch stauchen. Dann passt es in jede Pfanne, weil beim Braten wird es sich später sowieso von alleine ein bisschen zusammenziehen, aber niemals die Kurve. Also, heiße Pfanne und da kommt unser Fleisch jetzt hinein und das braten wir jetzt von beiden Seiten goldbraun an. An dieser Stelle werde ich immer wieder gefragt, wie lange und bei welcher Temperatur. Temperatur ist einfach, es muss braten, es darf nicht anfangen zu kochen. Und wie lange spielt überhaupt keine Rolle, weil wir wollen jetzt hier keinen Timer stellen. Was wir wollen nachher nur drunter gucken und wenn es lecker braun ist, dann drehen wir es um und braten es von der anderen Seite ganz genauso. Ganz easy, ganz einfach. Wenn wir unser Fleisch umdrehen wollen, benutze ich immer meine Lieblingsfleischgabel.
Diese Fleischgabel, die hat etwas Diabolisches. Viele Gäste haben automatisch das Gefühl, da reinstechen zu müssen, weil dann kann man das Fleisch ja so wunderbar umdrehen. Nein, tut das bitte nicht. Sie ist aber stabil genug, um da unter zu gehen. Und wenn wir es dann so umdrehen, dann verletzen wir das Fleisch auch nicht. Und so darf unser Wild aussehen. Von der anderen Seite braten wir es ganz genau so an. So, schaut mal, unser Hirschrücken ist von beiden Seiten schön angebraten. Und wir haben hier so ein bisschen Bratfett, das nehme ich jetzt aber gerne weg. Weil das finde ich jetzt für mich persönlich jetzt nicht so attraktiv. Wenn ich mein Fleisch angebraten habe, gebe ich stattdessen ein schönes Stückchen frische Butter dazu. Und die Butter, wenn sie jetzt in der Pfanne ist, löscht mir durch die Molke so ein bisschen die Roststoffe ab aus der Pfanne, weil ich ein bisschen Flüssigkeit reinbekomme. Und dadurch haben wir einen ganz schönen Butterfond hier unten drin. Und in dem kann ich natürlich auch mein Fleisch nochmal wenden. Ich kann auch mit Butter ein bisschen einstreichen. Und ihr seht schon, das Ganze bekommt Glanz, es fängt an zu duften. Und Carmen hat mich gerade eben gefragt, du sag mal, wie sieht das eigentlich aus hier mit den ganzen Fettspritzern auf dem Ofen? Kann man da eigentlich was gegen machen? Ich habe dafür einen guten Tipp. Nein, ignorieren, hinterher abwischen. Wenn wir das Fleisch so haben mit der Butter, dann geben wir da frische Kräuter drauf. Natürlich sind die klassischen Wildkräuter in erster Linie einmal Wacholder und Nelke und Piment. Aber wenn ich so einen schönen Rehrücken habe oder Hirschrücken, wie in diesem Fall, mache ich das auch gerne mit frischen italienischen Kräutern, so ein bisschen die leichtere Küche. Ich decke das einfach nur so zu und jetzt kommt da gleich ein Kernthermometer rein und das Ganze schieben wir nur bei 90 Grad in unserem Backofen. Und wenn unser Kernthermometer sagt, es hat 59 Grad, dann holen wir es fast raus. Aber dazu sage ich gleich noch was. So, unser Kernthermometer versuchen wir jetzt tatsächlich mit der Spitze in den Kern des Fleisches hineinzukriegen, weil daher hat das seinen Namen, weil wenn wir es nur an die Seite reinpieksen, dann wissen wir nicht, was im Inneren passiert. Also einen einzigen Stich in unser Fleisch müssen wir opfern. Und wenn die Carmen mal hier eben kurz drauf filmt, also was wir haben 29, ne, jetzt steigt er schon 33 Grad vom Anbraten, 59, da wollen wir hin. Und ich habe als Reserve eingeteilt 98 Grad für den Ofen. 28 Grad haben wir jetzt hier bei uns in der Küche und das wird sich jetzt gleich verändern. Ab in den Ofen. Oh, ich freue mich schon. Carmen, du kannst dich auch freuen, weil gleich gibt's Futter. Ich habe Hunger. Du hast immer Hunger. So, jetzt müssen wir einen ganz kleinen Moment warten, bis sich das Thermometer meldet. So, unser kleines Kernthermometer macht hier kräftig Sound. Ein gutes Zeichen, unser Hirschrücken sollte fertig sein. Schaut mal, da ist er. Oh, lecker. Ich freue mich. Carmen, du musst dich noch ein bisschen gedulden, ehrlich. Was jetzt wichtig ist, natürlich sagt das Kernthermometer, es ist fertig, aber was wir natürlich noch machen müssen, wir lassen es jetzt noch mal 10 Minuten stehen, Carmen, das ist wirklich eine schlechte Nachricht. Wir lassen es noch mal 10 Minuten stehen, weil es muss noch ruhen. Ups, jetzt ist das Thermometer runtergefallen, aber es ist wahrscheinlich noch heil. Hoffen, aber es ist aus. Naja, gucken wir gleich mal. Wir lassen das Fleisch beim ausgeschalteten Ofen, lassen wir jetzt noch mal 10 Minuten ruhen und dann schneiden wir das auf. So, ihr Lieben, schaut mal, da haben wir ein Hirschrückenfilet. Niedertemperaturverfahren, 59 Grad im Kern und unsere Kräuter, die haben natürlich jetzt gelitten. Die sind jetzt hier trocken geworden, aber sie haben ihr Aroma im Ofen an unser Fleisch abgegeben. Und hier unten, ganz gut zu erkennen, unsere Butter- und Fleischsaftmischung, die geben wir natürlich auf jeden Fall noch in unsere fertige Soße mit hinein. So, unsere Kräuter sind zur Seite und jetzt müssen wir natürlich unser Fleisch noch ein bisschen würzen. Das haben wir ja vorher aus gutem Grunde nicht gemacht. Eine leichte Salznote und frisch gemahlenen Pfeffer. Finde ich ja immer gut. Direkt aus der Mühle und natürlich von beiden Seiten. Und das Schöne ist, wir können es dabei nochmal in unserer Butter noch einmal wenden. Ein bisschen Salz, auch von dieser Seite. Und frisch gemahlenen Pfeffer, auch von der Seite. Und wir wenden das noch einmal in der Butter, sodass sich das Ganze schön vermischt. Und jetzt wollen wir es mal aufschneiden. Ich schneide schon mal an.
Die Pfanne müssen wir noch eben schnell zur Seite nehmen, dann hat die Kamerafrau Carmen das ein bisschen leichter. Normalerweise schneiden wir natürlich von hier vorne aus auf, aber ich möchte euch da draußen jetzt mal beweisen, wie schön rosa unser Fleisch ist und deswegen ausnahmsweise einmal der Schnitt durch die Mitte. So, schön schräge schneiden und ich bin selber ganz gespannt, was da jetzt bei rauskommt und schaut euch das bitte an. Rosa gebratenes Hirschrückenfilet. Und das Allerbeste, ihr seht, hier ist eine ganz kleine Pfütze von unserem Fleischsaft, aber ansonsten läuft uns da nichts weg. Perfekte Qualität. Noch zu sagen wäre, wenn wir jetzt unser Fleisch aufschneiden, für unsere Gäste, für euch selbst, wenn wir die erste Scheibe geschnitten haben, dann lassen wir diese erste Scheibe gleich mal so liegen und schneiden dann für unseren Teller die zweite Scheibe. Und jetzt haben wir die einmalige Möglichkeit, das Fleisch so zu nehmen und so auf dem Teller anzurichten. Carmen, es wird höchste Zeit, dass du mal probierst. Kleiner Rat, ich mache das ja sehr, sehr häufig, wenn wir probieren. Nimm ein kleineres Stück. Du kannst nachher alles essen. Lass mich doch jetzt einfach in Ruhe. Na gut, ich bin ganz gespannt. Was sagst du dazu? Ist gut, oder? Ist gut. Also ich weiß nicht, was du heute essen willst. Ach, jetzt geht das schon wieder los, ja. Von meinem Essen kriegst du hier nichts ab. Okay, also, liebe Leute, ja, also die Carmen wird da weiter essen, das kennen wir ja schon. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön, dass ich filmen durfte. Nein, dass ich kochen durfte. Film hat ja die Carmen, jetzt filme ich gerade. Also die Carmen soll da mal weiter in Ruhe essen und ich sage schon mal Tschüss. Weitere Filme werden oben eingeblendet. Und was war noch mit dem Daumen, Carmen? Ach so, wir würden uns über ein Abo von euch sehr, sehr freuen. Okay, ein aber Daumen hoch. Können wir das bitte jetzt nochmal machen? Okay. Das Daumen hoch, Carmen, ist für den Film und das hat mit dem Abo nichts zu tun. Okay. Ja, ja. Okay. Wir freuen uns über ein Abo und den Daumen hoch. So, Carmen, und was hatten wir nochmal mit dem Daumen? Irgendwas war noch mit dem Daumen, ne? Wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Sehr gut. Und natürlich auch über ein Abo. Weitere Filme habe ich... Ups, weitere Filme werden eingeblendet. Wir haben euch lieb, bis demnächst. Okay. Und guten Appetit. Tschüss. Danke. Ja, ein bisschen chaotisch, aber das gehört ja so.